Guten Tag, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir uns mal die ganzen neuen Agenten an. Und mit der Mademoiselle fangen wir an. Hier ist die Special Agent Ava. Agentin. Ich glaube, das erste Mal, dass man generell in Counter-Strike eine Frau spielt, ohne es zu modden. Schniekes Ding. Etwas in die Jahre gekommen, aber sonst steht's ja noch flott da, oder? Ein Bienchen. Guck mal da und dut. Aha. Taktisch ist es wertvoll. Ich wurde direkt gefragt, wie ich das finde, dass man... Ah, da kann man die Sachen einstellen. Nice. Wie ich das finde mit neuen Agenten. Also ich find's cool. Ein paar haben gemeint, hey, ist ein bisschen abgespaced, aber... Ach, ja. Ich denke nicht, dass es schadet, wenn man da ein paar neue Hanswürstelchen reinmacht. Was ist denn das? Ah ja, die Animation. Alles klar. Kann die auch labern. Das fliegt mir gleich der Hut fort, Leute. Ja. Sehr coole Voice und ja, hier eben diese Match-End-Animation. Die ist halt gechillt, ne? Mal wieder einen easy Sieg geholt, 5 Aces drin gehabt. Na, klar, kennt man. Ja, sehr gut, sehr gut. Und was kann der Nächste? Der Nächste ist der Dr. Romanov. Ein, ich habe kurz Serbe gelesen. Sabre. Mit der Brille sieht er natürlich ganz besonders, ganz besonders cool aus. Wir schauen uns mal die Animation an. Okay, gut. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das so gut finde. Of course. Okay, I'm happy with this. Er ist, also für einen scheinbar alten Mann, ist er echt ziemlich aufgepumpt irgendwie. Hey, war so ein bisschen Tanz. Ist schon ganz in Ordnung. The Elite, Mr. Molik. Elite Crew. Auch er hat hier an der Seite eine Stoppel und sogar ein Tat. Das ist ziemlich nice. Aber so an sich hat er eigentlich gar nicht jetzt hier wenig Besonderes an sich, oder? Komm, wir gucken mal, was der so macht. Ja. Ja, es ist, ist ein bisschen cooler als das von gerade eben. This makes me happy. Good, I'm here. Reporting in. Gut, hier haben wir nochmal so einen richtigen Klops mit Bart. Ist schon ein cooler Kerl, vollgepackt mit Kram. Was ist denn das hier? Ist das ein Löscher? Ne, ist das eine Lampe? Guck mal, was hat er? Ist das eine Antenne? Hat der einen Walkie hinten dran oder was? Um die Verstärkung zu rufen, ne? Auf dem A-Spot dann. Und er kommt dann als Verstärkung, der Black Wolf. Sieht auch cool aus. Er hat richtig viel Haar. Die Jacke ist auch ganz lässig. Ach komm, er hat keine Animation? Und keine Stimme? Schade. Ah, wisst ihr was? Ich glaube nur die Roten. Nur die rot bewertet sind, haben eine Animation und eine Stimme. Die haben nichts Eigenes. Schade. Dafür hat er Nachtsichtgerät oder halt Restlichtverstärker oder wie auch immer. Und da hinten so ein Asthma-Inhalator. Das läuft schon bei ihm. Hier eine Wasserleitung, Kölner Zunzle. Er sieht so ein bisschen aus wie der von vorhin, nur halt mit markanterem Gesicht, so richtig eckig. Mit diesem Loch da im Kinn, das haben nur richtige Männer. Bei mir ist es auch irgendwo im Bart versteckt. Ach, guck mal, was er auf der Jacke hinten hat. Schöne Blümchen oder so ein Totenkopf. Wie es die Mexikaner, glaube ich, ab und an haben, diese bunten Totenköpfe. Wahrscheinlich ein Mexikaner. Professor Shamet, aka Shatman. Ich würde sagen, da, den kennen wir schon. Oder? Der ist doch ein Standardkerl. Also, vielleicht etwas umgemodelt, aber so an sich Standard. Haben sie generell die Standardleute einfach ein bisschen anders gemacht? Den kennt man doch auch. Oh, nice, Medusa hinten drauf. Schick. Warum nicht in grün, mein Freund, oder blau? Ja gut, weil es Tees sind, ne? Klar. Der Osiris. Oh. Der Tiger ist aber im Querschnitt ziemlich... Weiß nicht, ob der noch gut laufen kann. Krass, wie viele die am Start haben. Der Buckshot. Hinten zwei Äxte drin. Zum Werfen. Ja, guck doch eher grimmig rein. Mit Nachtsichtgerät und Ohrenschützer. Das kann halt laut werden, na klar. Der gleiche wie vorhin, nur mit Kappe. Warum nicht? Nochmal er, nur mit Bart und Kappe und Hoodie. Der hat doch nichts auf dem Rücken drauf. Wackelt das hinten? Oh, ich dachte kurz, die Dinger bumpen rum. Das wäre natürlich, was wäre crikey. Der Markus. Er hat hier direkt einige Mollys am Start. Du kannst doch deine Uhr nicht sehen, du Dackel. Wer guckt? Doch. Was ist denn mit ihm? Aus der dritten Kommandokompanie, KSK. The Deutschland Book. Der ist wirklich hart eingepackt, oder? Es ist so kalt. In Deutschland. Hier nochmal, aber ultra aufbedesselt. Und er hat eine Bastelschere dabei. Das ist ganz wichtig. Klar, wenn du hier neue Anstecker machen möchtest. Gronkh, wie viele? Da sind die HEs drin. Oder halt Senfgas. Granaten. Der sieht voll standardmäßig aus, oder? Warum hat er eigentlich durchgehend die Heat in der Hand? Ich hab doch eigentlich das Knifte. Guck mal. Oh, okay, das ist aber irgendwie nicht so aussagekräftig. Oh, Sir, was ist denn mit Ihnen los? Wie ein Leuchtstäbchen dabei hat für einen Rave. Dann haben wir hier noch Ihmchen mit rotem... Oh, Reborn. Mit so einer roten, kugelsicheren Weste. Lecker. Feuer, Flammen, okay. Rise up. Das hier sieht jetzt nicht so nach Camo aus, sondern eher, als wenn er durch Kacke gestapft wäre oder Matsch.
Und zu guter Letzt haben wir noch den Ground Rebel Elite Crew. Ground, oh, ist halt jetzt so absolut Standard, oder? Ja. Die Agents sehen auf jeden Fall gut aus. Diese Whammen werde ich freispielen, das ist klar. Ich weiß nicht, ob ihr schon Jobs bekommen habt, ob ihr das schon geschafft habt, welche freizuspielen. Würde mich natürlich interessieren, welche es denn dann sind. Habt ihr schon die Eva? Oder kriegt man die erst am Ende? Kann sein. Ich habe noch gar nicht gespielt. Ich mache jetzt nur gerade die Videos hier, um das Thema direkt abzudecken. Und dann gucke ich später mal rein. Vielleicht spiele ich direkt im Stream dann die Koop-Mission, beziehungsweise generell die Mission, oder halt dann spätestens danach. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video. Es gibt so ultra viel zu zeigen. Ja, bis gleich.